European Union and Member States in both sides. It is very important to get more infrastructure, better education, fresh fruit and fresh water to the African people. It is also very important for European people that they can develop their own societies in future. That's what we both agreed about, that we need to do together in a European level more than we have done. The European Union is faced with an even more challenging international context with competition and tension among great powers. And Europe must stand firmly behind the rule-based international order, and I wish to thank you, Angela, for her consistent and firm messages in this regard. We see the need to strengthen the EU global role as a climate leader, as an advocate for free trade and defending this order, which has a solid transatlantic foundation also. I will say that these discussions between we two has been very interesting and very fruitful for at least for me. For me as well. Yeah, and I hope we can in future also discuss together bilaterally also. Thank you. Thank you. Frau Bundeskanzlerin, according to critics, the nomination package decided last week was not geographically balanced. Now when EU member states are deciding their candidate to replace Christine Lagarde in IMF, is it possible that this is taken under consideration and Northern or Eastern European candidates have better chances to be elected? I would also like to ask, because people have been a little bit worried about your health. We have seen your hands shaking, that how are you doing today? Thank you. Ja, um gleich mit dem ersten zu beginnen, mir geht es gut. Ich habe neulich schon einmal gesagt, dass ich in einer Verarbeitungsphase der letzten militärischen Ehren mit dem Präsidenten Zelensky bin. Die ist offensichtlich noch nicht ganz abgeschlossen, aber es gibt Fortschritte und ich muss damit jetzt eine Weile leben. Aber mir geht es sehr gut. Und man muss sich keine Sorgen machen. Dann zu der Frage der Ausgewogenheit. Ich meine, wir sind ja 27 Mitgliedstaaten beziehungsweise gerade noch 28. Und wenn man 4 oder 5 Positionen zu vergeben hat, dann muss man auch manchmal über eine längere Zeit schauen, wie ist die Ausgewogenheit gewährleistet. Wir hatten jetzt oder haben jetzt im Augenblick zum Beispiel sehr viele italienische Staatsbürger, die Verantwortung tragen, Präsident der EZB, hoher Beauftragte und bis vor kurzer Zeit der Präsident des Europäischen Parlaments. Das bedeutet dann, dass vielleicht in den nächsten 5 Jahren dieses Land nicht so vorkommen wird. Und wir haben jetzt auch Donald Tusk gehabt mit 5 Jahren Ratspräsident, eine der wirklich herausgehobenen Lösungen. Und so verstehe ich Osteuropa, dass sie sagen, wir wollen einen Vizepräsidenten haben, natürlich auch in der Kommission. Aber das werden wir dann auch, wird dann sicherlich auch die neue Kommission so regeln. Was jetzt die IWF-Präsidentschaft anbelangt, so waren wir uns beide erst einmal einig, dass es ein europäischer Anspruch ist, wieder den Präsidenten des IWF zu benennen. Die Welt hat sich verändert und deshalb werden wir dafür auch kämpfen müssen, denn wir sind nicht alleine auf der Welt. Und deshalb wird es ganz wichtig sein, dass wir uns eine einheitliche Meinung bilden. Und da gibt es überhaupt keine Restriktionen, sondern da überlegen wir, wer ist gut geeignet. Und da sind natürlich auch die Länder, die jetzt vielleicht nicht so zum Zuge gekommen sind, Länder, aus denen, wenn dort gute Kandidaten kommen, wir uns das betrachten können. Aber wir dürfen solche Positionen auch nicht alleine aus der geografischen Herkunft besetzen, sondern man muss auch immer gucken, wie kann sich Europa einigen und wie kann man das zusammenbringen. Und Einigkeit von Europa ist jetzt der entscheidende Punkt. Frau Bundeskanzlerin, nochmal auf europäischer Ebene zu gehen. Was halten Sie von dem Vorschlag, die Abstimmung über die Kandidatin von der Leyen nächste Woche nach hinten zu verschieben, vielleicht in den September, um mehr Zeit zu gewinnen, dass sie sich vorstellen kann? Und wäre es ein gutes Zeichen der Ministerin, ihr Ministeramt hier in Berlin vielleicht schon vor der Abstimmung niederzulegen? Und eine zweite Frage, wenn es erlaubt ist.
Es gibt den Vorschlag der oder den Plan der Amerikaner, in der Straße von Hormuz eine Sicherheitsarmada sozusagen für Handelsschiffe aufzustellen. Wäre das auch was, wo Deutschland mitmachen könnte? Danke. Also wir werden natürlich im Gespräch bleiben. Wir sehen ja die Situation in der Straße von Hormuz, aber es gibt dort keinerlei Entscheidungen bis jetzt. Die Diskussionen laufen und an denen wird Deutschland sich natürlich auch beteiligen. Aber ich kann dazu im Augenblick nichts sagen, weil das noch nicht abgeschlossen ist. Das Zweite ist, dass ich glaube, dass die Zeit bis zur Abstimmung, ich höre jetzt von Verschiebungen innerhalb der nächsten Woche eventuell, ja, nun wirklich überschaubar ist. Mir ist gesagt worden, dass es noch nie eine so kurze Frist zwischen Nominierung einer Kandidatin und der Abstimmung gegeben hat. Es finden heute eine ganze Reihe von Vorstellungsgesprächen statt. Ich kann mir vorstellen, dass die Fragen, die dann offen bleiben, auch noch in den nächsten Tagen zu beantworten sind. Und im Übrigen ist das Ganze eine Entscheidung des Europäischen Parlaments. Also ich glaube nicht, dass wir von Deutschland aus jetzt irgendwie die Daten bekannt geben sollten. Wenn es